Sie waren mit Leib und Seele bei der Sache. Die Tänzer, das Publikum und auch die Trainer. Die erste Aufgabe für die Paare ist die langsame Runde. 32 Takte pro Minute. Sieht nicht so spektakulär aus, gibt den Preisrichtern aber die Gelegenheit, ganz genau hinzuschauen. Evelyn Ziegler und Thomas Feigl von den Boogie Magics Hohenbrunn legten hier den Grundstein für ihren dritten Rang. Die schnelle Runde ist etwa 50 Takte schnell. Sehr anstrengend. Doreen Weißer und Andreas Neumeier waren die Titelverteidiger. Nur ganz knapp verfehlten die Passauer dieses Mal den Titel. Platz 2 für sie. Sie tanzen für den ausrichtenden Verein für Peppermint Landshut, Katrin Käsmeier und Marcel Helms. Im vergangenen Jahr waren sie Dritte. Heuer standen sie ganz oben und konnten ihr Glück kaum fassen. Aber Bayern ist ja eine Boogie-Woogie-Hochburg. Es gibt in Berlin eine Szene, es gibt in anderen Orten auch eine Szene. Aber der Turniersport ist in Bayern traditionell einfach stärker. Ich würde sagen, dass 90% aller Boogie-Woogie-Turniertänzer zumindest in Bayern zu Hause sind. Auch die Formationstänzer ermittelten ihren Meister. Und hier gelang die Titelverteidigung. Die Boogie Magics aus Hohenbrunn waren mit Abstand die Besten. Um den Nachwuchs in dieser Disziplin muss es den Bayern übrigens nicht bange werden. Der Griff nach dem Pokal klappt schon recht gut.